Rothosen setzen danach. Wallace, der jetzt da an den Strafraum, die doch gerecht seine fünfte Ball in die Mitte, aber da ist wieder Kanamon. Oh, Tor! Da ist noch einer! Nikolai Müller! Ball der Augsburger! Ich glaube, Schieber ist nicht an den Ball kommt, dann flutscht er da durch. Bei ihm war es so, dass der sich verletzt hatte im Spiel gegen Augsburg, das erste Saisonspiel zu Hause. Und dabei ist dann das vordere Kreuzband gerissen. Das ist eigentlich eine massive Verletzung, die aber, sage ich mal, typisch ist und häufiger mal vorkommt für Profifußballer. Das dann auch ist und ja, war schwierig, das einzuordnen. Also so ein paar Wochen kann man immer schnell sagen, okay, man kommt wieder schneller zurück, aber das waren Monate. War die Zeit am schlimmsten und dass man am Wochenende einfach nicht helfen kann und man das auch nicht absehen kann, wann man wieder helfen kann und man würde einfach so gerne wieder spielen, aber es geht einfach noch nicht. Wenn man ein Profifußballer ist, dann möchte man Fußball spielen und es macht schon einen unheimlichen Unterschied, ob ich im Kraftraum bin und die Umgebung rieche und sehe oder ob ich rausgehe und allein frisch geschnittenen Rasen rieche. Das macht schon unheimlich viel aus. Wenn es dann aus den reinen Laufbewegungen an die Pille geht, dann ist es nochmal ein zusätzlicher Motivationsschub. Es gibt noch mal einen Wechsel beim HSV. Und Nikolai Müller kommt ins Spiel. Comeback für Mühe. Nach 260 Tagen fast ist er wieder dabei. Seit dem ersten Spieltag, als er sich da beim Vorjubel verletzt hat. I don't need recognition. I'm on a mission. Einfach nur Glück und mich gefreut, endlich wieder eingewechselt zu werden, endlich wieder zu spielen in der Bundesliga nach so langer Zeit. Es war einfach Freude pur. Und ans Knie hast du die ganze Zeit nicht gedacht? Nö, eigentlich nicht. Also so davor vielleicht ein bisschen, aber sobald ich die Linie überquert habe, habe ich da keine Sekunde mehr dran gedacht.